Moin hier und ja, herzlich willkommen heute zu diesem Vlog oder Video, wie man es nennen möchte. Wir haben dieses Wochenende das Alien Ventures Community Meetup und da dachte ich, ja, nehme ich euch mal ein bisschen mit, zeige euch, wie das eigentlich aussieht. Heute haben wir Samstag, das ist das offizielle Meetup. Gestern haben wir uns schon intern mit dem Team getroffen und alle mal, ja, nach langer Zeit wieder gesehen, einige auch ganz neu. Ist immer so, wenn man ein Remote-Team hat, dann sieht man sie ja nicht alle Tage. Das ist immer noch besonderer, wenn man sich dann mal sieht, redet, zusammenkommt und war ein richtig cooler Tag. Wir sind erst Kart gefahren, haben da so ein richtiges Rennen gemacht, so 28 Minuten mit Qualifying und allem drum und dran. Ja, richtig cool. Und dann haben wir noch Essen und ja, da schauen wir einmal zurück, was war da oder wie das aussah. Was denkt ihr, ist die wichtigste Sache für Erfolg? Disziplin. Disziplin. Am Ende ist das das Einzige, was euch abhält. Also ihr habt das Ziel und wenn ihr nicht diszipliniert seid und keinen Fokus habt, und ich finde, Fokus und Disziplin sind Dinge, die spielen sehr eng miteinander. Am Ende ist ja, wenn man nicht fokussiert ist, vielleicht hat man noch nicht so die stärkste Disziplin, aber eigentlich sind das die Dinge, an denen ihr täglich arbeiten müsst. Nicht irgendein Produktrecherche-Hack oder irgendwas Neues im Import, sondern euer Fokus, eure Disziplin. Niemand sagt und niemand ist begrenzt, alles zu erreichen. Egal was es ist, ihr müsst nur die Steine umlegen. Was muss ich tun, um erfolgreich zu werden? Und erfolgreich kann zum Beispiel sein, sich ein erfolgreiches Amazon-Business aufzubauen, das einen finanziell unabhängig macht, oder auch einfach erfolgreiche Beziehungen zu führen, ja, glücklich zu sein in seiner Liebesbeziehung mit dem Partner, der Partnerin. Das kann in jedem Lebensbereich so sein. Ein super cooles Tool, ein super geiles Werkzeug dafür. Meditation. Ich kann es wirklich jedem empfehlen. Das habe ich vor anderthalb Jahren ungefähr begonnen mit Meditation. Es ist der Wahnsinn. Es hat mein komplettes Leben transformiert. Es geht einfach, das ganze Leben geht viel leichter von der Hand und in jedem Lebensbereich läuft es einfach viel, viel besser. Nur dadurch, ja, einfach mal nur durchs Nichtstun im Endeffekt. Und dann hatten wir heute jetzt am Samstag sozusagen das offizielle Meetup, wo alle Teilnehmer gekommen sind. Und da haben wir uns ja so ein riesen Restaurant erstmal gemietet. Riesig, ein Restaurant gemietet, was ganz gut war für die Größe. Und es sah aus wie so eine alte Kirche, seht ihr auch gleich. Und haben halt einfach mal 4 Stunden lang gequatscht, uns kennengelernt und einfach ausgetauscht. Das ist echt immer das Wichtigste, finde ich, der Austausch mit anderen, sich einfach zu vernetzen. Weil am Ende ist es ja cool, immer zu Hause zu sitzen und an seinen Sachen zu arbeiten. Und das ist auch wichtig. Aber was ja noch wichtiger ist, ist rauszukommen, sich mit anderen Menschen auszutauschen und dadurch einfach noch diese Synergien zu erzeugen, die am Ende wieder einen Aha-Effekt geben und man merkt, okay, ja, hier habe ich mich vielleicht nicht ganz so drauf fokussiert oder hier und da muss ich mir wieder ein bisschen Zeit reinstecken und da und einfach am Ende auch Partnerschaften formen. Also meine besten Freunde habe ich auch durch Meetups kennengelernt, ob es jetzt Hannes, Janosz sind, wir kennen schon seit 3 Jahren knapp und das ist halt einfach so wertvoll. Und dann haben wir wirklich ganz viel gequatscht, gegessen, war super lecker, Pizza, Pasta und jetzt sind wir gerade zum Bowling, auch, da ist schon, sieht man noch, also ich sehe es schon, ihr noch nicht. Und jetzt sind wir noch 2 Stunden bowlen, jeder spielt 1 Stunde, wird sich weiter ausgetauscht und deswegen würde ich sagen, bevor du jetzt auf die Straße läufst, switch mal zum Bowling rüber.
Also, Bowling ist vorbei, war richtig cool, hat Spaß gemacht. Ich würde sagen, ich bin gerade hier nochmal mit Johannes und Janosch und jeder sagt noch ein bisschen, was ihm vielleicht am meisten gefallen hat vom Meetup, was er am coolsten fand. Ich würde sagen, Janosch, start mal durch. Ja, fange ich gerne mal an. Also für mich definitiv das Größte heute war, die Leute mal auf persönlicher Ebene kennenzulernen. Sonst, ihr kennt es auch in der Slack-Community, es geht immer um Amazon FBA in erster Linie, um Learnings, um Business. Und heute haben die Leute mir Fotos von ihren Kindern gezeigt. Ich habe mal erfahren, was die Leute hinter dem Business machen, was die Leute bewegt und einfach persönliche Verbindung geknüpft. Und das war für mich so wirklich, wo ich sage, das hat sich absolut gelohnt. Ja, cool. Ich könnte jetzt das Gleiche sagen, weil ich auch finde, dass es somit das Coolste war, aber um was anderes zu sagen, noch eine Sache, so ein bisschen die Gespräche. Also es hat sich nicht so viel ums Thema Amazon FBA gedreht. Klar gab es auch Fragen, man hat sich über gewisse Themen unterhalten, aber auch ganz viel um Dinge, die größer sind, die noch wichtiger sind meiner Meinung nach. Also das eigene Mindset, die Weiterentwicklung generell. Worauf soll ich mich eigentlich fokussieren und was ist der richtige Step aus der Vogelperspektive? Und das ist das, was ich auch voll vernachlässigt habe, als ich angefangen habe. Ich war voll im Thema drin, welche Strategie, welche Taktik. Ich habe mich gar nicht so auf mich fokussiert, was will ich eigentlich? Also generell mal hinterfragt, wo will ich hin? Und auch genau geguckt, okay, wo sind vielleicht bei mir selber mindsetmäßig Probleme, an denen ich arbeiten muss? Und da glaube ich, ja, haben wir heute auch ganz viele noch, wir hatten ja so zwei kleine Vorträge noch, Hannes und ich, auch viele noch ein bisschen gemerkt, okay, das ist fast noch wichtiger und da muss ich mehr Zeit reinstecken und das fand ich auch richtig cool. Geil. Ja, ich könnte natürlich jetzt ebenfalls wiederholen, was gerade schon gesagt wurde. Definitiv, ich stimme euch hundertprozentig zu. Und einfach auch nochmal so zu sehen, dass es einfach so positive Menschen sind. Ja, wir haben wirklich so eine geile Community, wenn man das mit einer Facebook-Community oder so vergleicht. Da herrscht so viel Negativität, so viel Unwissen, so viel falsche Information auch einfach. Und ich habe einfach gemerkt heute nochmal, Alter, das ist so geil. Also, heute Morgen war es noch so, alle standen da noch im Regen so ein bisschen, mussten ein bisschen warten. Und als wir so reingegangen sind in den Ort, wo wir uns halt getroffen haben, in dem Restaurant, da warten alle noch so, ja, so gelangweilte Mimik. Ne? Und dann heute Abend und als wir auch aus dem Restaurant raus sind, ich habe keinen gesehen, der nicht ein voll breites Grinsen auf dem Gesicht hat. Ja? Und im Endeffekt darum geht es halt, dass wir auch eine geile Community haben, uns im Business voranbringen, aber wie ihr halt auch gesagt habt, persönlich, mega, mega wichtig, für mich sogar noch wichtiger, das Persönliche. Und wenn das Persönliche stimmt, ja, dann wird im Endeffekt auch das Business passen. Ja? Und vielen, vielen Dank auch, dass du bis zum Ende dieses Video angeschaut hast und dass du auch uns hier auf der Reise mit begleitest. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich bin mir sicher, dass Sebastian wieder einen richtig schönen Vlog daraus gezaubert hat. Und ansonsten auch, ja, ansonsten bis zum nächsten Video. Ihr, ich glaube, überlasst mir das letzte Wort oder wolltest du noch sagen? Ciao, ciao, würde ich sagen. Ciao, ciao. Dann möchte ich auch noch ciao, ciao sagen. Mach's gut.